Der Hauptvorstand der IG BCE hat seine Forderungsempfehlung für die kommende Chemietarifrunde beschlossen. Verhandlungsführer Ralf Sikorski will vor allem in den Themenbereichen Entlastung, Sicherheit im Alter und Qualifizierung Veränderungen bewirken. Somit gehen wir die Herausforderungen der Zeit an und kommen dem wachsenden Bedürfnis der Beschäftigten nach mehr Zeitsouveränität nach. Wir gestalten den digitalen Wandel und wir befassen uns weiterhin nach dem TV-Demo mit der demografischen Entwicklung. Konkret will die IG BCE für die 580.000 Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie erstens die Schaffung eines persönlichen Zukunftskontos in Höhe von jährlich 1.000 Euro. Die Beschäftigten sollen frei entscheiden können, ob sie die Summe in zusätzliche freie Zeit investieren oder sparen wollen. Die zweite Forderungsempfehlung ist eine reale Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen. Als drittes will die IG BCE die Einführung der bundesweit ersten tariflichen Pflegezusatzversicherung erreichen. Auch die Arbeitgeber sollen ihre Angestellten für den Fall der Pflegebedürftigkeit absichern. Außerdem empfiehlt der Hauptvorstand eine Qualifizierungsoffensive zur Begleitung des digitalen Wandels. Sie wollen schlüssige Weiterbildungskonzepte. Besonders beim Thema Bildung freut mir, dass das jetzt zum ersten Mal überhaupt in der Tarifrunde angewendet wird. Denn wir haben in der Digitalisierung oder im digitalen Wandel sehr viel, was sich ändert und sehr viel, was wir Mitarbeitende weiterbilden müssen. Da wir Strukturen haben von alt bis jung, ist es super wichtig, dass jeder selber entscheiden kann, wann er seine Zeit nehmen möchte und was er mit seiner Zeit machen möchte. Und wir waren die Ersten, die schon für Altersvorsorge gemacht haben. Jetzt sind wir die Ersten, die für Pflege machen. Insofern mal wieder ein tarifpolitischer Meilenstein. Die Forderungsempfehlung des Hauptvorstands ist der Beginn der Tarifverhandlung in der Chemieindustrie. Mit der Empfehlung im Gepäck folgen jetzt Diskussionsrunden in den Vertrauensleutegremien und Tarifkommissionen der IG BCE. Am 19. September werden dann die endgültigen Forderungen von der Bundestarifkommission beschlossen. Danach starten die Gespräche mit den Arbeitgebern. Es wird Zeit, dass es losgeht.